Sehr geehrte Präsidentin, werte Abgeordnete, werte Gäste im Saal und liebe Landsleute, ich mache es kurz. Bei den Haushaltsverhandlungen zum Doppelhaushalt 2018-19 haben wir im Dezember 2017 unsere Vorstellungen und Änderungswünsche hier vorgebracht. Wir wollten Umschichtungen im Haushalt, aber bei den Investitionen haben wir keine Änderungen eingereicht. Auch die AfD steht für eine solide Finanzpolitik mit Schuldenabbau und Rücklagen für kommende Verpflichtungen. Wir können bei den harten Wirtschaftsfaktoren, in diesem Fall die Straßen des Landes, noch eine Schippe drauflegen. Es sind auch Möglichkeiten der Einsparungen aus unserer Sicht in manchen Titeln vorhanden. Wir würden sie aber in die Polizei zur Sicherheit unserer Bürger stecken und in die Bildungsausgaben. Jetzt haben wir in unserem großen Haushalt noch einen Posten von 1,6 Milliarden für soziale Sicherheit. Sollen wir da einsparen? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich sagen, die Investitionsgelder, die zur Verfügung gestellt werden, sind so ausreichend angemessen. Und ich würde da auch keine Änderungen vorschlagen zu. Das war's. Heute ist Freitag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.